Ja, was soll man zu solchen Bildern noch groß sagen? Schon geil. Vor allem, weil irgendwie auch keiner so richtig dran geglaubt hat, mich übrigens inklusive, dass wir noch vor dem letzten Spieltag gerettet sind. Und damit gute zusammen, schön, dass wir wieder alle hier sind. Hier sind die 5er News vom Wochenende, diesmal mit einer Sonderausgabe Klassenerhalt. Gut, also mindestens einer hat immer dran geglaubt, unser Trainer nämlich, Sandro Schwarz, der in seiner ersten Profisaison ja so richtig viel einstecken musste, aber zum Beispiel auch den allerersten Sieg einer Mainzer Mannschaft in Dortmund überhaupt eingefahren hat. Nur mal so nebenbei bemerkt. Wir haben es alle geschafft, wir bewusst, es haben alle im Verein, haben zusammengehalten, alle im Verein, haben in schweren Zeiten, das ist das Entscheidende, einfach aneinander geglaubt, sind zusammengerückt und ich sage immer, das Schönste ist immer, wenn du aus Überzeugung handelst und ein Bauchgefühl einfach weiterträgst und wie die Mannschaft in diesem Endspurt mit Dingen umgegangen ist, Negatives verarbeitet hat, aber die Art und Weise gegen Leipzig und auch jetzt heute in Dortmund Fußball spielt, mit dem Druck, Riesenkompliment an alle, an die Mannschaft natürlich und vor allen Dingen an Sandro. Ich bin total stolz auf Sandro und sein Trainerteam. Hut ab übrigens auch an dich, Ruven Schröder. Ebenfalls immer ruhig geblieben, immer auf Linie mit dem Trainer, keine Schnellschussaktionen. Das Ergebnis spricht dann für sich und nennt sich völlig zu Recht Mainzer Weg. Und dann war da natürlich noch die Mannschaft, die seit der Länderspielpause, also nach der Pleite gegen Frankfurt, den berühmten Reset-Knopf gefunden und auch gedrückt hat. Und dann satte 11 Punkte aus 6 Spielen geholt und sich damit ein Endspiel gegen Bremen erspart hat. Das Gefühl, also dass du sicher bist, dass du noch ein Bundesliga-Jahr noch mit dem Verein kann machen und die Emotionen auf die Gesichter von jedem, die hier beschäftigt sind mit Mainz, ja, das tut gut. Also das ist ein Gefühl, dass du eine Emotion, dass du eigentlich nie erlebt. Ich habe viele Preise gewonnen in meiner Karriere, viel erlebt, aber das Gefühl, dass du sicher bist, dass du safe bist, das war ein super Gefühl. Und wenn wir schon über große Gefühle reden, wie geil ist bitte denn schon wieder diese Geschichte jetzt? Klasse gemacht, im letzten Mal ihn nochmal reingelegt, da ist über Mörm 16 abgelegt, Baku, 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 ich geh kaputt, Riedle, Baku, 3,5 Minuten gespielt, 1:0. Heute haben wir ihnen gezeigt, gerade in der ersten Halbzeit, was wir auch für einen guten Fußball spielen können und haben uns auch belohnt und noch ein kleines Wort zum Riedle Baku zu sagen. Der Kleine gibt echt immer alles, auch wenn er im Training ab und zu eine von mir auf die Socken bekommt. Aber ja, der hat sich belohnt die letzten 2 Spiele und so macht man auch 2 Tore. So, die Jungs haben jetzt ein bisschen Zeit, Dampf abzulassen, ein bisschen Klassenerhalt feiern. Dann geht's am Mittwoch mit Training weiter hier am Bruchweg. Übrigens Mittwoch, Donnerstag und Freitag die Einheiten alle öffentlich. Die genauen Zeiten, die findet ihr dann auf unserem Facebook-Kanal. Und zu guter Letzt natürlich noch der Blick auf den Nachwuchs. U23 und U19 beenden ihre Saison mit Siegen. 3:0 gegen die Stuttgarter Kickers und 4:2 beim SC Freiburg. Die U17 hatte spielfrei, muss aber Anfang Juni noch 2-mal ran. So, und jetzt lehnen wir uns alle entspannt zurück und warten genüsslich auf den letzten Spieltag der Saison. Samstag zu Hause gegen Bremen. Ja, und wer da nicht in die Opel Arena kommt, der ist irgendwie selbst dran schuld. Denn ich bin mir ziemlich sicher, das gibt eine richtig geile große Sause. Also bis dahin. Macht's gut, wir machen's mit Sicherheit nämlich auch. Was war? Gut.